und zusammen machen wir dies zu einem, bringen wir dies zu einem wunderschönen Abend. Wir kriegen einen neuen, wunderschönen Herausforderung. Ich habe Hebekon damals in Hamburg gesehen, weil das so lustig war. Und zwar so lustig. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso lustig wieder ist und auch in der deutschen Übersetzung. Das ist eine Herausforderung, eine Sportart, die wir nicht mehr sehen werden können, wenn die Maschinen die Welt in Besitz übernommen haben. Herzlich willkommen zu Honky, der dieses Event organisiert und wie das aufgebaut ist und welche Regeln wir haben und wie die funktionieren. Und dann werden wir ein paar tolle Roboterkämpfe hier sehen. Eine herzliche Runde für Applaus für Honky. Danke, danke. Hi. Hi. Ich hoffe, ihr wisst alle, was Hebekon ist. Hebt mal die Hand hoch. Ja, alle Hände gehen hoch. Super. Also die nächsten 10 Slides, die werdet ihr es lieben, auf jeden Fall. Hebekon, was ist es? Japanisch natürlich. Heboy, das heißt schlechte Qualität, kann nix, scheiße, voll peinlich. Und es gab so einen Typ in Tokio 2014... Und wäre toll, wenn Roboter auch so sein können. Roboter, die mal lustig sind zum Anschauen und die sollen gegeneinander kämpfen. Also, wir machen Sachen aus Abfall. Wir sehen, wie die Leute hier Müll aufsammeln und da drum basteln dran. Und das ist toll. Und wir beleben das wieder. Es wird weggeschmissen und es sind einfache Electronics und wir hauchen dem Ganzen wieder Leben ein. Und wir basteln mit unseren Kindern. Es bewegt sich dann. Wir basteln mit unseren Kindern. Die Freunde basteln mit. Und am allerbesten Roboter. Hebekon at 35C3 is we've already done that in the department use. Hebekon, das haben wir schon einmal gemacht im Jugenddepartement. Und haben wir 50 Roboter gebaut mit 200 Kindern. Und es war echt cool. Wir haben super viel Spaß gehabt, war sehr kreativ, aber die ganzen Roboter sind nach Hause gegangen. Und jetzt haben wir deswegen keine Roboter mehr. Ja, wie gesagt, 40 bis 50 Roboter. Wir haben es aufgenommen, hier ist nochmal der Link bei media.ccc.de und vielen, vielen Dank, dass ihr alle damals mitgemacht habt. Es hat super viel Spaß gemacht. So, jetzt zu den Regeln. So, wollen die Zeit damit was Unwichtigen verplempern? Jetzt kommen die einfachen Regeln. Also es gibt eine Platte, die ist 50 cm auf 100 cm und wenn ein Robot runterfällt oder nicht mehr fahren kann, dann ist es vorbei. Man muss aufpassen. Verloren. Es geht nicht um Fahren, sondern Bewegen. Bewegen, Entschuldigung. Ist okay, wenn ein bisschen was drüber hängt, ist in Ordnung, aber auch wenn was runterfällt, vollkommen in Ordnung. Kopf verlieren, kein Problem. Und ein Kampf geht erst los, wenn sie die beiden Roboter mindestens einmal bedienen. Aber zu viel soll es auch nicht passieren und dann müssen wir es einfach nochmal machen. Und wenn wir nicht sicher sind, wenn wir unsicher sind, dann fragen wir die Zuschauer, euch. Jawohl, bravo. Und wenn ihr das hier von nicht in der Raum seid, dann ist es ein bisschen schwer oder in der Zukunft schaut. Zeitreisen haben wir noch nicht ganz raus. Ihr seid komplett egal, aber ihr seid uns wichtig, uns im Herzen. Uns wichtig. So, noch ein paar mehr Regeln, weil in Deutschland gibt es immer schöne Regeln. Es gibt ein maximales Gewicht. Niemand soll verletzt werden. Und keine epischen. Ja. Die letzte Regel ist ganz wichtig: sollen keine epischen Laserschwerter benutzt werden. Ich hoffe, dass es niemand gemacht hat. Aber jetzt, der Kampf soll beginnen. Und ein Bett wird reingetragen. Das haben wir noch nie gesehen. Ein Bett wird schräg vor die Kabine gestellt. Da könnt ihr das im Stream nicht sehen. Oh, wir werden schon müde hier in der Kabine. Vielleicht soll man fragen, ob sie da noch einen Platz frei haben. Also,
Ein herzlicher Applaus für die Bauster der Roboter. Wenn ihr noch Roboter habt oder wenn ihr Teil der Siegerrunde seid, bitte bringt sie hin. Hier haben wir das Finale, das Tournament, wie das aufgebaut ist. Können bitte die beiden aus Gruppen 1 und 2 auf die Bühne kommen? 1 und 2. Bum, 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 bum. 1 und 2. 1 und 2. Okay. Ich habe hier ein richtig schlechtes Gefühl, weil es ist keiner auf die Bühne gekommen. No, one is there. Vielleicht sind 1 und 2 schon ins Bett geschickt worden. Who wants to maneuver a robot? Oh, jetzt liegen alle Leute im Bett, guck mal. One people, one person. Ja. Was machen denn die da? Eine Person kommt. Okay, nice, come up. Holen sie sich jetzt Leute aus dem Publikum? Oh, jetzt kommt noch jemand, ja. The good thing is. Das Gute? The good thing is, he now can juice from a amount of robots. Das ist jetzt aus einem. Ah, die haben Ersatzroboter. Und jetzt kann er sich einfach einen Roboter aussuchen. Oh. Aber natürlich den größten und stärksten nimmt er natürlich. Ah. Nee, den nicht. Den nicht. Der ist cool, der blinkt. Sehr schön. Nice. Schön. Oh. Und es wurde ein Roboter ausgesucht und das Bett wird wieder bewegt. Näher an die Bühne ran. Das werden die vom Sicherheitsdienst nicht wollen. Das ist nämlich in einem Notausgangsbereich. Und hier haben wir die Kontrahenten auf der Platte. Auf dem Kampfareal. Wir sehen die zittern schon ganz aufgeregt. Zittern schon und sind ganz. Was ist der Name von dem Roboter links? Well, ja, wissen wir noch nicht so genau. Wir haben super lang nachgedacht. Okay. Archibald Wex oder Schruppi. Wir sagen Schruppi, Schruppi. Because it wibbled. Aber wir haben es Wackelsche haben wir es genannt. Wackelsche. Wackelsche gegen Schrubber. Hey. Für wen bist du? Also ich bin für Wackeli. Dann bin ich für Schruppi. Schruppi? Schruppi, oh. Schruppi, Wackeli, Wackeli, Wackeli. Und los. Ey. Und auf die Plätze. So. Und los. Oh nein. Oh. Also. Schruppi, nein. Nein, nein, Schruppi! Ja, genau! Schruppi, in die Richtung gehen! Wackeli, du machst das richtig! Wer nein. nicht Greif wer an, sich bewegt, der, fühlt der sich. Gewinnt! Er fühlt sich... Ja! Und sie ja. haben sich berührt! Ja. Es ist ein Kampf! Nein! Offiziell, jetzt ist ein Kampf! Rechne nicht damit! Schruppi, und stoß zu! Und offiziell, ich war es... oh, nee. Oh, mit dem Finger! Oh, Schiebung! Ja, Schiebung! Ist das erlaubt? Was stand da in den Statuten? 10 Sekunden. 9, es stand auch nicht dagegen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, oh! Schruppi, Schruppi, Schruppi. Oh. Ja. Oh, nee. Schruppi führt jetzt einen Freudentanz auf, weil er gewonnen hat. Schruppi war einfach nur ein bisschen zu groß. Jetzt sieht sie sich mal nicht mehr ordentlich deaktivieren können sehen. Okay, die nächsten. Nächsten. Nummer 3 gegen 5. Irgendwelche 3 sind irgendwelche 5 da drüben. Ich sehe keine 3 und ich sehe keine 5, außer auf meinem Laptop. So, da könnt ihr nicht sehen. This number, which is not 15, selbst sure. da sind keine. Wieso 3 sind 5? Sind da 3 sind 5? 5 haben wir hier und die 3 auch irgendwo. Okay. Könnt die Roboter irgendwo zwischen hier und hier platzieren? Aber nicht anschalten! Nein! Nicht anschalten. What's the name of the robot? The name is Sumo Ringer. Der Roboter heißt Sumo Ringer. Das ist doch ein toller Name. Why Hans Georg? Der andere heißt Hans Georg. Ist Hans Georg, weil er nur rechts durch bewegen kann. Und ihr dachtet, ich bin für Hans Georg, für wen bist du? Ey, nein, hier, der Sumo-Ringer. Einer, der sich nur rechts rum bewegen kann. Das ist auch für unsere Gesellschaft. Du denkst, da hat er Vorteile, dass er sich nur rechts rum bewegen kann? Nee, genau wie die Gesellschaft läuft da gegen eine Wand. Okay, nein, also nochmal anhalten. Und wir fangen nochmal an. Wir fangen nochmal an. Aus, Hans Georg, aus! Hans Georg, Stillstand ist besser aus. Als Rechtsrock. So, also nochmal in die Nähe, sonst wird das einfach nichts. Und
Auf die Plätze, fertig! Los! Oh nein, sie haben sich ineinander verkantet! Oh, der Sumo-Ringer, ist unter Kontrolle, hat das gesamte unter Kontrolle. Nein! Bewegt Hans-Georg in deinem natürlichen Weg, immer rechts entlang. Du musst da raus, Hans-Georg. So wunderschön. Von dem Japaner. Und trotzdem so schrecklich langweilig. Aber, ja, genau, Hans-Georg, deine Stunde der geschlagen. Der Sumo-Ringer rennt weg, Sumo-Ringer, stopp, das geht doch nicht. Hans-Georg, bewegt sich aber nicht. Er nur ein bisschen aus, Hans-Georg. Stillstand ist besser als Rechtsdruck. Sumo-Ringer, total unfair. Schiebung. Okay. Now it's about number jetzt geht es um die Nummer 5 und 6. 5 und 6. 5 und 6. It's not on my table. Ich weiß jetzt nicht. Nice. So viel schön. Stellt sie irgendwo hin. Die Wahl der Seite. Okay. Und los geht's. Wer ist es? Und wir haben ein Bild von der Chaoszone. Oh. Ja, die Chaoszone organisiert das so ein bisschen. Hier. Welche Leute da? Das sind die Chaoten aus der Zone. Das ist hier, sind die vom... Ja, ja, das ist eine Assembly drüben in 5, das ist der Zusammenschluss. Der, es gibt auch Chaos West, das ist Chaos Ost. Ah, okay. Das sind die aus der Zone. Die neue Zone heißt doch jetzt, oder? Darf man doch nicht mehr sagen Zone, oder? Nicht mehr sagen Zone? Nee, muss man jetzt die neue Zone sagen. Neue Zone. Na. Okay. Also aus den neuen Bundesländern. Also bitte platziert eure Roboter gleichzeitig auf den Boden, weil 3, 2, die können nicht ausgeschaltet sein. Und go! Und verdammt, das ging aber schnell. Aber ja, ist noch nicht vorbei. Fertig, weil sie haben sich nicht berührt. Bitte fang mal deinen Roboter, wenn du motiviert bist. Okay, so number, your robot is called the... It's the cleaner. Okay. Dein Roboter ist der Saubermacher. Der wird den aufräumen. Reine machen mit dem Gegner. Der Gegner ist der Alu-Betreher. So, stellen wir es mal auf und schauen. Sie müssen sich ja befreien. Los geht's. Zack, jawohl, der ist ein Touch. Sie berühren sich und sie haben sich ineinander verkeilt. Sie ringen miteinander. Der Reinemacher blinkt aber noch. Das ist der große Vorteil. Nein, nein, lass laufen. Nein, alles hier. Die Motoren anlassen. Es laufen die Motoren. Und schon wieder verkeilt. I mean, they're both crappy, right? Die sind beide nicht sonderlich gut. Beide in der Spirit von Hopko. Aber schon wieder verkeilt. Wenn sie gegeneinander sind, bewegen sie sich. Noch einmal. Lass es mal einfach ein bisschen beiseite tun. So, 3, 2, 1. Und. Yeah. Oh! Ja. Da tut sie noch was. Und. Oh Mann, ist das spannend. Saubermacher bewegt dich von der Bühne runter. Er wird gewackelt und gerüttelt. Nee, das darf nur der Organisator. Who is for the cleaner? Dreimal, also, das Publikum darf entscheiden. Cleaner? Wer ist für den Dreinemacher? Dreinemacher. Eine große Runde Applaus, das hört sich doch gut an. Und wer ist für alle Schwestern? Das ist bedeutend lauter. Ein wunderschöner Kampf. Sauberer Kampf. Die Kontrahenten schütteln sich die Hände. Aldo Twister hat gewonnen. 5 hat damit gewonnen. So it's 7 against 8 now. Jetzt bekämpft sich 7 die 8. Kennst du den Witz? Why was 7 afraid of 8? Nee, war kein nie. Because 8 ate 9. Dieses Monster haben wir vorher schon bewundert. Ja, wir sind. Oh, hat eine, Mausi? Oder Ratti? No, you do not make the rules. It's me in the audience. Ihr macht keine Regeln. Das ist. Wann hast du dieses Ding gebaut? Das war. War im Camp 2015. Wo wir diese ganz bekackte Robot-Workshop waren. Und das war einer der letzten Roboter. Der auf seinen Füßen war P.T. Bottles. Okay. So, und jetzt. Okay, I will see. Okay. Turn it on, at least. Und? Mach mal an. I will disqualify him anyway. Den wirst du sowieso disqualifiziert. Oh! Oh,
disqualified! Und vorbei, er hat sie nicht gelegt. Oh. Der lauert noch, der kommt der gleich. Out. Keine es Fernbedienung erlaubt. Ratti dreht seine Runden. Danke trotzdem für mitmachen. Du bist doch super. Und wie heißt dein Roboter? Möchtest du noch was sagen? Ich hab da gar keinen Roboter. Ich freue mich, mit euch nächstes Jahr auf dem Camp Roboter zu bauen. Jetzt bitte die Roboter Nummer 9 und Nummer 10. Und das Bett ist da immer noch. Der Wahnsinn, gell? Mit Beleuchtung. Das hat vorher auch schon geleuchtet. Wunderschön. Ach, die wollen vielleicht aus dem Bett Fernsehen gucken, weißt du? So wie sich Leute in Fernsehen ins Schlafzimmer stellen, stellen die ihr Schlafzimmer in den Vortragsraum. So eine gute Das ist eine gute Idee. Oh, wir haben einen neuen Telekom. Nennt sich Fuck the Telekom. Yeah, it's called Blairsig. Blairsig? Blairsig. Blairsig. Also Fuck the Telekom gegen Blairsig. Los geht's! Go, ich weiß jetzt auch nicht, welches. Ja, okay. Ey, spannend. Lass uns mal das Ganze wieder aufhören. Oh, Jemine. Vielleicht immer 2 Zentimeter voneinander entfernt aufstellen. 3, go, los! Sie haben mich berührt! Somebody's traveling. Irgendjemand bewegt sich. Nein, falsche Richtung. Und auf den Und Transport. Ja, klar, bumm. Damit hat niemand gerechnet. Thank you anyways. Vielen Dank. Trotzdem war ein super Roboter. Nein, nice. Und damit hat die 9 gewonnen. Okay, die. Jetzt 11 und 12. Finden wir auch noch Roboter 11? Ja, Roboter 11 und 12 kommen auf die Bühne. Auf die Bühne. Juhu. Es ist zwar verdammt spät für euch. Und das ist super, dass ihr hier seid. Sie haben den gesamten Tag Roboter gebaut und ich war dabei. Und ah ja, schon. Okay, what's the name of your robot? Wie heißen eure Roboter? Hartkäse. Hartkäse. Okay, wir haben Hartkäse gegen... Vampiro. Er ist nämlich von den Vampir drauf. Das ist sehr gefährlich. Da haben wir Angst, den Namen zu sagen. Und 3, wie Voldemort. 2, 1, go. Vampiro, zack. Sie haben sich berührt und sie stehen. It's okay. Ist okay. Warum denn? Ist noch nicht entschieden. Alles ist offen. Es kann noch alles passieren. Motoren aus. Ja, vielleicht ein bisschen so näher dann. Vielleicht möchtest du ein bisschen die Welt in die Mitte. Und 3. Und Vampiro. Go! Und zack! Vampiro gegen Hartkäse. Und sie haben sich ineinander verkeilt. Verbissen. Vampiro. Ja, wenn diesmal nichts wird, muss das Publikum entscheiden. Und auf die Plätze, los! Und nein! Vampiro! Wir haben sich berührt. Verkeilt. Es ist ein Gleichstand. Was sagt die Menschen? Haben wir den Vampir oder den Hartkäse? Also Vampir. Ein Applaus für Vampir. Das ist ein toller Applaus. Aufhören. Hartkäse. Hartkäse hat gewonnen. Kommt wieder her. War so schön, dass ihr so lange aufgeblieben seid. Auch euch zuhören. Danke fürs Aufbleiben. Jo, wenn ihr das jetzt live seht. Wenn ihr noch nicht im Bett seid, wie die Leute da vor uns. Man kann uns auch übrigens im Bett hören. Also wenn ihr jetzt schon im Hotel seid oder gar nicht nach Leipzig gekommen seid. Wir sind über das Internet erreichbar. Vielleicht ist sogar ein Video dazu verfügbar. So, jetzt greifen wir mal in die große Roboterkiste. Ah, wer kommt da? Spannend. Okay. Wird ein Zettel überreicht. Ich such dir was raus. Nimm den größten. Okay, this looks good. Sieht gut aus. Where's 15? No, 15. Nee, nicht 15. Was meine ich? Weiß nicht, was ich meine. Where is 13? Number 13. 13. Kein 13. Wir brauchen ein 13. Sind zwar vielleicht ein bisschen unglücklich. Number 13. Ah, 13 ist aufgedacht. Da ist es. Wer möchte einen Roboter kontrollieren? Ich würde gerne, aber wir müssen ja hier bleiben. Meinst du, das Kabel reicht so lang bis auf die Bühne? Nee, aber du kannst eine Pause machen.
Nein. Nein. Ich schütte, lass dich doch hier nicht allein. Du müsstest auch die ganze Zeit wieder draufrennen. Das würde auch schon die Gespräche ein bisschen unterbrechen. Nimm den anderen. Wähle einen Roboter aus. Den. Der ist größer. Oh. Und er blinkt. Super. Komm, komm mit. Wir haben drei Minuten pro Kampf. Sonst haben wir auch keine Zeit. Wo ist der Schalter? Wir haben 3 Sekunden. 3, 2, 1, los. Und er hat den Schalter. Der Schalter. Come on. Schau mal. Und go. Oh, da ist er. Und da fährt er los. Oh, mit einem Affenzahn. Oh nein. Oh Gott. It's broken. Oh nein. Nein. Ist er kaputt? Ist es kaputt? No, oh nein. Oh. Aber. Wie heißt der Roboter? It's the bad Dalek. Nice. Es ist der schlechte Dalek. Für die Jüngeren unter uns, es gab mal so eine Fernsehshow, nennt sich Dr. Who, wurde irgendwie neu aufgelegt. Und da war das der große Roboter, der die ganze Zeit bekämpft werden musste. We will exterminate you. Und das ist eine schlechte Version davon. Okay, 15 and 16, please. 15 und 16 bitte auf die Bühne. E und F. Für Leute, die dem Hexadezimalen. E und F. Oh, looks good. Sieht gut aus. Der ist klein. Hat einen Hans. Wisst ihr, wo eure Knöpfe sind? Wie heißt der Roboter? Wir haben Katzenado. Katzendornado. Gegen den Schredder. Wer wird den gewinnen? Los! Der Schredder dreht sich an der Stelle und Katnado bleibt stehen. Gibt auf. Katnado sitzt wie die. Er geht, Katnado rollt rückwärts aus dem. Vor der Schlange. Und oh wir haben keine Berührung. Und los! Ah, zack! Da! Eine Berührung. Und die Katze bewegt sich nicht mehr. Katze stellt sich tot. Nein, sie kommt wieder! Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat ihn gefangen! Ja! Oh! Und sie stehen beide! Ein bisschen an. Ah! Oh! Hey, nicht berühren! Oh! Und Shredder hat gewonnen! Bei diesem Namen noch keine Frage. Weil es gibt die Regel, du solltest deinen Roboter während des Kampfes nicht anfassen, der könnte dich ja wehtun. Sie hat den vielleicht nur gestreichelt, die Katze, um sie zu beruhigen. Hast du eine Katze? Ja. Also ich weiß nicht, wie die heißt, meine Katze. Wie heißt sie? Die heißt Einstein. Einstein? Ein schöner Name, weil er so wirres Haar hat wie Einstein. Hast du eine Katze? Nein, aber wir haben Nachbarn haben Katzen und die sind oft das bei uns. Aber da habe ich gelernt, man sollte sie nicht streicheln, dann fauchen sie. Also bei mir. Nee, meine Katze, die legt sie immer so hin und streckt den Bauch raus und lässt sie streicheln. Ja, das macht sie auch, aber immer auf meiner Tastatur. Mach ich den Deckel des Laptops zu. Dass nur der Schwanz rausschaut, sozusagen, von der Katze. Das tut's leider nicht, die rennt raus. So schnell kann ich die gar nicht zumachen. Du musst schneller zuschlagen mit mehr Wucht. Aber der Schredder hat hier gewonnen. Schruppi! Da kommt Schruppi wieder. Sind wir schon in der Schruppi gegen Sumo. Nee, ja, natürlich. Ach. Go! Ist jetzt. Eieiei, Schruppi. Oh. Schruppi. Da kommt. Oh, Sumo hat sich umgedreht. Das kann auch noch ein Kill-Ticket werden. Total verwirrt. Der hat sich gesehen. Fällt er runter. Sie haben Schruppi. Sich berührt. Nein, sie haben sich berührt. Und Sumo geht zielgerecht auf den Sumo reicht zu. Ein bisschen zurück. Er ist verwirrt. Und nein, Was passiert? Sumo flieht. Sumo läuft rum und bleibt stecken. Ah. Aber Schruppi dreht sich weiter. Jetzt müssen wir nochmal kämpfen. Also wir müssen es nochmal machen. Also schnell, wieder für Startposition. Wir müssen es nochmal machen. Was? Wir müssen es nochmal, wir dürfen es nochmal machen. Ja. Und Sumo geht zielgerichtig weg. Der weiß irgendwo, wo die Grenzen sind. Was hat der denn für Technik? Was hat er denn für Technik? Das kann nicht Crappy Technology sein. Sie haben sich nicht berührt. Kein Verlust, Nieren, kein... The battery is gone. Die Batterie! Schub's mal an. Schruppi schafft es. Schruppi blinkt noch.
Da ist der Schalter. Schalter. Nein. 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 Okay, drei. Los. Touch. Sie haben sich berührt. Unentschieden. Alle. In tödlicher Umarmung vereint. Bitte schalten Sie den Motoren aus. Sumo. Genau, und okay, jetzt seid ihr wieder dran mit Applaudieren. Sumo gegen Schruppi. Wer ist für Sumo? Keep it calm, keep it calm. Ruhig, ruhig. Schruppi! Jawohl! Schruppi! Der zweite gewinnt immer. Ja, das ist, glaube ich, eine Regel, oder was? Schauen wir mal, ob wir daraus eine Regel machen. Ja, wir werden es sehen. Jetzt haben wir schon mal drei, Sumo, for vier. Aber vielen Dank, Sumo, dafür, dass du teilgenommen hast. Du warst ein super Roboter. It's number five against number eight, please. Gegen acht, bitte. Warum haben sie Namen sich ausgedacht, wenn sie es mit Zahlen ansprechen? Das sind ja Roboter, oder? Die Aber ich gebe doch auch meinen Computer einen Namen. Wie würdest du heißen als Roboter? Ich weiß es nicht. Einen Namen würdest du dir geben? Ah, wir haben keine Roboter, die werden hier auf dem Camp fahren. Alu Twister gegen. Holy moly. Wer ist der Meier-Gesicht? Okay, Nummer 8. Die Alu Twister. 8 gegen Alu Twister. 1, let's go! Go, 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 go! Nein, nicht bewegen. Zack! Sie haben sich berührt! Ja. Und die Ratte bewegt sich weiter und der Alu Twister liegt nieder. Liegt brach. Und er fährt. Let's give it like 5 more seconds. Not 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Aus! Und wir haben einen Gewinner! Schade, Alu Twister, du hast dich nicht mehr bewegt. Da ist irgendwas schiefgelaufen. 8 hat gewonnen. Wieder der zweite. Ich glaube, wir haben ja ein Muster. Die Regel gilt nur bei Applaus-Veranstaltung. 9 against 11, please. 9 gegen 11. 9 gegen 11. Eine große Runde Applaus. Und da kommt der Vater mit seinem Kind. Und nochmal Vater mit seinem Kind. Aber das ist ich mache eine Polonaise auf der Bühne. Jeder auf seine Seite. Keine Verbrüderung vor dem Spiel. Hier geht alles Hartkäse. What was the name? Balzig. Vielleicht ein bisschen näher an einer. Na, das ist ja auch wahrscheinlich einfach. Hartkäse gegen Balzig. 3, 2, 1, let's go! Und auf die letzte Fertig los! Hartkäse dreht rum. Und bis jetzt haben sich noch nicht. War denn eine Berührung? Ja. Also im Schatten, die Schatten haben sich berührt. 80% Wahrscheinlichkeit haben sie sich berührt. Wir brauchen dann einen Videobeweis. Wir haben leider keine Slow-Motion-Kamera. Wo ist der Schiedsrichter? Beide drehen sich. Drehen ihre Runden. Wie in einem Tanz, sodass sie sich gerade so nicht sehen. In Mobil! Hartkäse ist stecken geblieben. Hartkäse bewegt sich nicht mehr. Hartkäse hat ausgestunken. It was so late. Aber war ein super Gum, war ein super Roboter. 9. 14 against 16, please. 14 gegen 16. D gegen F. Okay, the evil Dalek, I remember. Ah ja, wir erinnern uns doch mal an den bösen Dalek. We've now upgraded from the bad Dalek to a Dalek that hunts Gunther with his laser. Wir sind jetzt nicht mehr ein Dalek, sondern wir sind kein schlechter Dalek, sondern wir sind ein Dalek, der den anderen mit einem Laser bekämpft. Aber das verstößt natürlich gegen Regel Nummer 5, die wir alle kennen. Keine Laserschwerter. Aber es ist ja kein Laserschwert, es ist eine Laserlanze. Ah, das ist in Ordnung. Aber Günther, geradlinig wie er ist, marschiert auf ihn zu. Dalek! Das verwirrt ihn natürlich, damit hat er nicht gerechnet. Sie haben sich berührt. Günther, nein. Günther, halt. Günther, du machst alles richtig. Nein. Oh nein. Und fällt fast vom Tisch. Der Dalek ist von der Plattform gefahren.
Und wir sind vorbei. Er ist vorbei, leider. Tut mir leid. Oh. Sag die Nummer. 15. F bleibt dabei. That's interesting. He said 15. There was no 15 in this fight. Gibt überhaupt keine 15. Das war reingemogelt. Just hopefully the video angel can now switch to see the tournament table. Ja, okay, so left over four robots. Two. Es war gar nicht 16. Das sieht man doch gar nichts. Ja, aber so, number two against number eight. So, jetzt haben wir im Halbfinale zwei gegen acht. Also ich muss sagen, in meiner langen Karriere als Kommentator für Roboterkämpfe ist das definitiv die Spitze. Ich glaube, das ist auch der erste Hepco-Kampf, der live übersetzt wurde, in zwei Sprachen moderiert. Come on, cool that you're here. Really nice. Come on. Natürlich ist das nur kommentieren. Muss ja auch jemand machen. Ey, es kam nämlich gerade eine Sprache aus dem Off. Der hört uns jemand in der Regie zu? Schruppi gegen... Und los geht's, Schruppi. Los geht's. Und es hat sich berührt. Und sie haben sich berührt. Ei, 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 ei. Und fliegt was weg. Wer bleibt länger dabei? Wer bleibt dabei? Länger durch? Wer hält länger durch? Schruppi wackelt ganz gewillig. Die Ratte nimmt das aber gelassen und kämpft sich dagegen. Und? It's amazing. Zu viel Kraft und Schruppi. Nein! Das gibt eine Einberührung. Nummer 9 ist rausgefallen. Ausschalten, bevor es abhaut. Und auch Schruppi wurde wieder eingefangen. Vielen Dank für Teilnahme. Vielen Dank. Number 2 is in the final by that. Nummer 2 ist... War noch gar nicht das Finale. Oder? Nein, es war jetzt das Semifinale. Ah. Und jetzt kommt das andere Semifinale. Also. Die 9 gegen die 15. Lass einfach liegen, es werden Engel kommen und es aufheben. Ich bin übrigens auch ein Engel. Wir auch. Wir sind auch Engel. Sind wir nicht alle Engel? Im Herzen sind wir alle Engel. 15 gegen 9. Für die, die jetzt nicht sonderlich sind, Engel sind die freiwilligen Helfer, die diesen Kongress ermöglichen. Freiwillig? Machst du das freiwillig hier etwa? Ich krieg dafür ein Engel-Shirt. 3, 2, 1, 4. Okay, los geht's. Eieiei. Mehr. Wir müssen sie näher aneinander stellen. Sie müssen sich auch berühren, dass ein Kampf wird. Und sie haben sich berührt. Sie haben sich berührt. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Ah! Sie haben sie ineinander verbissen. Was zum. Oh! Nein! Und jetzt geht's. Wer schafft's länger? Und. Nein! Keine Wetten mehr. Der Kampf ist entschieden. Brennt da das Ding oder ist da eine LED abgefallen? Also wir können das hier auch nicht sonderlich gut sehen. Ich glaube, es ist Feuer. Number 9, Feuer? Muss vom Laserschwert gewesen sein. Ja, ein Stück vom Laserschwert ist abgebrochen. Nee, Nummer 9 sollte gar nicht hier dabei sein. Achso, 9, sorry. Ja, ich quatsch schon ein bisschen. Hier ist es. Noch eine neue Gratis-Batterie. So. Und da unten ist Schruppi und er übt. Between number two. Finale wird sein gegen zwischen 2 und 9. Beide mit neuen Batterien. Frisch getuned. Das verspricht ein spannender Kampf zu werden. Ein spannender Kampf zu werden. Finale des Schruppi. Schruppi gegen Walzig. Walzig. Balzig. Ach, es war gar nicht brennend, sondern es war nur ein Stückchen reflektives. Für mich war das Brennen. Für mich war das Feuer. I mean, we got enough time. Das ganze Publikum freut sich für Feuer. Frenetische Stimmung im Publikum. Und wie Schruppi auch immer Nummer 9 heißt, wir wissen es nicht genau. Und go! Okay. Die haben sich nicht berührt. Und rennt weg. Also nochmal, bevor es sich komplett auflöst. Schnell. No power, but they have a new battery. Keine Strom, aber habt eine neue Batterie. Das ist sie wechseln die Batterie nochmal aus? Ist das erlaubt? Jetzt nochmal Batterien wechseln. Guck mal den internationalen Statuten nach. Die haben wir hier natürlich liegen im Übersetzerbüro.
Sicher? Sicher? Okay. Auf die Plätze. Los. Low. I'm not quite sure. Was bin mir nicht sicher. Nee, haben wir sicher. Da dreht sich was. Okay. Letzte Runde. Maybe. Vielleicht. Maybe. Vielleicht. Nein. No, not yet. Nein. Jetzt aber. Vielleicht. Ja! Sie haben ihn berührt. Und ein gigantischer Berührung. Und nochmal. Und. Oh. Eieieiei. Schruppi. Und damit hat Schruppi das erste offizielle. Das Publikum tobt. Das Publikum tobt. Riesigen Applaus für Schruppi. Schruppi hat das Sepko-Turnier vor 35C3 gewonnen. Schruppi ist ziemlich abgekämpft. Vielen Dank. Noch ein letzter Satz. Wenn ihr schöne Roboter haben wollt, baut sie. Wir brauchen ungefähr 16 Nerds. Aber 16 Roboter waren nicht genug. Wir brauchen mehr Roboter. Auf dem Camp. Wir wollen das auf dem Camp machen. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Robots. Tschüss, an Schruppi. Alle Roboter. Willkommen mit den ganzen. Man ist nie zu alt, schlechte Sachen aus Müll zu bauen. Das macht auch uns immer noch Spaß.